In diesem Video erklären wir, wie Sie unsere Kameras und Netzwerkvideorekorder der London-Serie updaten können. Schließen Sie dazu per LAN-Kabel die Kamera an Ihrem Router an. Das aktuelle Update finden Sie immer auf der Produktseite. In unserem Beispiel zeigen wir den Update-Prozess anhand des Sets mit der Artikelnummer 3173. Laden Sie das Firmware-Update von der Produktseite herunter. Anschließend öffnen wir die Bedienungsanleitung. Dort erhalten wir immer das aktuelle IP-Suchtool zum Download. Laden Sie es herunter. Entpacken Sie die heruntergeladenen ZIP-Pakete. Das Kennwort zum Entpacken lautet immer Alarm. In dem ZIP-Paket für das Firmware-Update eines Sets liegen immer zwei Ordner. Einer mit den Update-Dateien für die 4 bzw. 8 Kameras und ein Ordner mit den Update-Dateien für den Rekorder. Installieren Sie anschließend das Search-Tool und starten dieses. Wählen Sie in dem Feld rechts neben Search statt All einfach IPC und klicken anschließend auf Search. Nun wird die IP-Adresse der Kamera angezeigt. Sie müssen nun die IP-Adresse Ihres Computers ändern, um auf die Kamera zuzugreifen. Die ersten drei Zahlen müssen der IP der Kamera entsprechen. Bei der vierten wählen Sie eine andere. In unserem Beispiel nutzen wir die 200. Nun starten Sie den Internet Explorer 11 und geben in der Adressleiste die IP-Adresse der Kamera ein. In der sich öffnenden Seite klicken Sie auf Download. Eine EXE-Datei wird heruntergeladen. Installieren Sie diese anschließend. Schließen Sie nun den Internet Explorer und starten ihn neu. Geben Sie erneut die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile ein. Loggen Sie sich nun mit dem Benutzer Admin und dem Kennwort Admin auf der Kamera ein. Unter Configuration System können Sie anschließend die aktuell installierte Firmware sehen. Klicken Sie nun auf Maintenance und anschließend auf Browse. Wählen Sie die Update-Datei aus dem Ordner der Kameras und klicken Sie anschließend auf Upgrade. Bestätigen Sie mit OK und warten, bis der Update-Prozess beendet wurde. Nun loggen Sie sich erneut auf der Kamera ein und klicken auf Configuration System Maintenance. Wir empfehlen Ihnen dringend, immer nach einem Firmware-Update die Werkseinstellung der Kamera wiederzuladen. Anschließend können Sie den Browser schließen. Das Update ist damit abgeschlossen. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen 4 bzw. 8 Kameras. Anschließend stellen Sie noch die IP-Adresse wieder zurück. Weiter geht's mit dem Netzwerk-Videorekorder. Formatieren Sie einen USB-Stick in FAT32. Anschließend kopieren Sie die Dateien aus dem Ordner Recorder in das Hauptverzeichnis des USB-Sticks. Werfen Sie den USB-Stick aus und schließen anschließend den Stick an einen freien USB-Port von dem Netzwerk-Videorekorder an. Unter Main-Menü, System und danach links auf Version-Info finden Sie die aktuelle Firmware-Version, die auf Ihrem Netzwerk-Videorekorder installiert ist. Anschließend gehen Sie auf Main-Menü, System und danach links auf Update. Klicken Sie einmal auf Refresh. Das Update sollte nun, falls noch nicht, erkannt werden.
Markieren Sie das Update und klicken anschließend auf Upgrade. Bestätigen Sie das Update mit Confirm. Der Update-Prozess nimmt mehrere Minuten in Anspruch. Der Netzwerk-Videorekorder startet anschließend automatisch neu. Während des Neustarts gibt der Rekorder unter Umständen Pieptöne von sich. Nachdem der Rekorder neu gestartet ist, können Sie den USB-Stick abziehen. Das Update ist hiermit abgeschlossen. Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Onlineshop unter alarm.de.